fair, Mann. Ewige Hölle, Alter, das ist doch nicht fair, Mann. Ein Groschen für den Fährmann. Ewige Hölle, Alter, das ist doch nicht fair, Mann. Was wartet auf mich nach dem Tod? Nach dem Tod, nach dem Tod. Was wartet auf mich nach dem Tod? Wer sagt die Wahrheit, Bro? Und wer verarscht mich bloß? Ich könnte jederzeit sterben, das macht die Frage groß. Und wenn ich daran denke, kriege ich versagte Not. Ich gib's zu, Alter. Ich habe Angst vor Tod. Ich habe Angst vor Tod. Ich habe Angst vor Tod. Ich habe Angst. Doch das mit der Hölle ist zu namenlos. Oder etwa nicht, ich möchte Gott so erbarmungslos. So erbarmungslos, so erbarmungslos, so erbarmungslos. Ja, das sind gute Fragen. Ich will versuchen, was dazu zu sagen. Stell dir vor, wie wäre es in unserem Land ohne Gericht und Gesetz. Keine Schuld und Strafe, keiner hinter Gitter gesteckt. Wenn wäre dir schade, wärst du einfach nur gepisst und zwar echt. Denn niemand ist schuld, niemand bezahlt, ist das gerecht? Und ganz egal, wer wie die Richtlinien setzt. Gerechtigkeit gibt es nicht ohne sie, kein richtig und schlecht. Ja, und auch Gnade gibt es nicht ohne Gericht und Gesetz. Wem soll ich gnädig sein, ist keine Schuld, gibt und kein Recht. Schau, Gott ist die Liebe, doch er ist auch gerecht. Er ist der oberste Gesetzgeber, der Richtlinien setzt. Für seine Schöpfung, du findest sie im biblischen Text. Und ich frag du und dich, wie viel haben wir sie verletzt? Ha? Wie sollte er uns dafür nicht verklagen? Er wäre ungerecht. Doch ich verstehe den Schock über das Ausmaß seiner Strafen. Ewige Hölle, das schlägt mir auf meinen Magen. Gott ist gerecht. Doch die Liebe ist auch, und wie unermesslich strahlt sie uns in Jesus Christus auf. Der für die Schuld bezahlt, für aller Menschen Sünde. Als einzig schuldloser Mensch in der Weltgeschichte. Welch eine Gnade schenkt er uns durch ihn am Kreuz. Er trug die Strafe für jeden, der sich niederbeugt. Jesus als Herrn bejaht, die Schuld vor ihm bereut. Er macht rein und neu, die sein führt er treu. Das ist der Weg, den du einschlagen kannst. Teuer bezahlt man, der Preis war so krass. Die Fülle der Gnade, ein Liebes mehr aus dich. Sagst du hier nein, gibt es keine Gnade mehr für dich. Nach deinem Tod gibt es zwei Gleise nur. Auf dieser Welt stellst du die Weiche, entscheide du. Du bist so oder so Gottes Eigentum. Erkenn ihn an und tritt ein in sein Heiligtum. In sein Heiligtum. Wir alle schuldig, jeder Einzelne. Er ist rein belegt, er ist der Heilige. Kein Tropf schwarz, kann sein Weiß verunreinigen. Gemeinschaft mit ihm gibt es nur für die Geheiligten. Und es geschieht durch Jesu Blut auf Golgatha. So wird dein Himmel von allen Tränen den Wolken klar. Und ohne das kannst du mit Gott keine Gemeinschaft haben. Dann musst du ohne Gott die Ewigkeit ertragen. Und das ist die Hölle. Gott ist die Liebe ohne ihn. Das ist die Hölle, Mann. Das willst du nicht, du würdest alles verlieren. Was überlegst du noch, du könntest bald schon krepieren. Und schließt Versicherungen ab wegen der Möglichkeit. Doch warum sicherst du dich nicht ab für die Ewigkeit? Gott schenkt mit Jesus die Tür zum Heil. Was hält dich davon ab, warum sagst du bisher nein? Warum sagst du bisher nein? Warum sagst du bisher nein? Warum sagst du bisher nein?